Hallöchen an euch, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eine neue Box zum Auspacken und zwar die Degusta-Box des Monats Mai. Und sie ist massiv schwer. Es ist die schwerste Degusta-Box, die ich bisher je hatte. Also ich tippe auf viele Getränke. Lassen wir uns also überraschen. Ihr werdet das Video hier voraussichtlich... Wobei ich sage das lieber nicht, weil da kommen jetzt noch ein paar Sachen, die ich vielleicht dann vorher veröffentlichen muss. Aber zumindest habe ich die Box gestern bekommen. Heute ist Feiertag, der 9. Mai. Ja, oder habe ich sie schon vorgestern bekommen? Nee, gestern habe ich sie bekommen. Also sie wird frisch ausgepackt und ich plane zumindest, das Video auch frisch zu veröffentlichen. Also vielleicht am Freitag, sonst Samstag. Denn am Donnerstag heute wird der neue Japan-Reiseblog veröffentlicht. Also wenn ihr die noch nicht gesehen habt, Teil 1 gibt es ja schon, Teil 2 kommt für mich heute online, dann schaut da unbedingt rein. Es wird wunderbar. Wir sind wieder in Tokio und wir gucken uns die Kirschblüte an. Ja? Und natürlich auch viele andere Sachen, also nicht nur Kirschblüte, aber unter anderem auch das. Und dann sind wir nochmal in Tokio und dann geht es nach Yokohama und noch an viele weitere Orte. Also ich habe selber nicht damit gerechnet, ich glaube, es werden am Ende 8 Reisevlogs oder irgendwie sowas. Und ich weiß es selbst noch nicht, weil ich habe so viel Video gemacht, ich habe gar keinen Plan mehr. Oho. Unsere Sorte des Jahres haben wir hier von Dotke Oetker. Süße Mahlzeit, Grießbei, Himbeer, Bourbon, Vanille. Die ist sogar drin. Nee, die ist nicht drin. Natürlich nicht. Es ist ja Dr. Oetker. Es ist natürliches Bourbon-Vanille-Aroma drin und gemahlene extrahierte Vanilleschote. Gemahlene Vanilleschote, damit es nach Vanille aussieht, die Pünktchen. Aber echte, also Vanille mit der Füllung ist halt nicht drin. Ist nicht in den Kosten drin. Das ist halt Dr. Oetker. Markenprodukt, sehr teuer. Aber gute Zutaten sind nicht drin. Aber immerhin natürliches Bourbon-Vanille-Aroma, wobei man hier an dieser Stelle nochmal sagen muss, natürliches Aroma heißt ja oft auch nur, dass es mit natürlichen Dingen hergestellt ist. Also nicht nur Chemikalien zusammengemischt, sondern es können auch zum Beispiel von Bakterien oder Pilzen Aromen hergestellt worden sein. Guckt euch gerne mal die Definition an. Nichtsdestotrotz könnte das hier ganz lecker sein mit Himbeere, ist auch Himbeer drin. Oh, immerhin, 3,1% gefriergetrocknete Himbeerstückchen. Man kann sich das dann mit so einem, so wie hier, Photoshop Himbeere, kann man sich das dann noch dekorieren. Dann kommen wir zu Brand, die ein bisschen zusammengequetscht sind. Die hat man mit ein bisschen zu viel Schmackes, glaube ich, da reingemacht. Vegane Minis, Hafer, Kakao, Nuss, hatte ich euch schon mal ein paar von gezeigt. Ich hatte die dann auch mal gegessen, die mit Karamell, die waren ganz lecker. Hier ist Hafer, Kakao, Nuss, kann ich ehrlich gesagt noch nichts zu sagen. Und ich glaube, so neu sind die auch nicht. Kommen wir zum nächsten Produkt. Hatten wir nicht. Oh, finde ich sehr schön. Mit Pep, Curtis Brothers, Pitmaster Barbecue. Wir hatten in einer anderen Degusta-Box auch Mayo drin von den Curtis Brothers. Und jetzt gibt es hier eine Barbecue-Soße, was ich tatsächlich ziemlich geil finde. Vielleicht nehme ich die heute mit zu meinem Onkel. Gehe ich nämlich heute hin. Das ist ja passend. Dann wird die doch direkt eingesteckt. Grüße gehen raus an Rainer. Ja, geil. Also finde ich gut. Ich hatte von denen, die haben ja auch Ketchup und so. Und das habe ich damals tatsächlich auch einen der besten Ketchup, wenn nicht sogar der beste Ketchup, den ich je hatte, erkoren. Also wirklich sehr gut. Jetzt hier mal so eine Barbecue-Soße probieren, ist nicht schlecht. Was das hier soll, weiß ich hingegen nicht. Gut, unsere Haferflocken sind leer, aber nach den Köln-Haferflocken mal als, ich glaube, es war Ökotest, ziemlich belastet gehalten, kaufe ich die ehrlich gesagt nicht mehr. Deswegen müsste ich mich mal informieren, ob sich das irgendwie geändert hat. Jedenfalls, Köln-Haferflocken ist jetzt nicht gerade so der fancyste neue Shit. Wohingegen das hier auch nicht ganz neu ist, aber zumindest was anderes. Denn ich meine, ich hätte den Köln Haferdrink schon mal für euch getestet. Der ist jetzt auch drin mit Zero Sugar. Ich probiere eigentlich immer ganz gerne so vegane Milchalternativen aus. Vor allem ja auch mit Hafer. Klar, ist inzwischen, darfst du Hafer auch nicht mehr essen. Ist inzwischen auch ungesund. Ist eh alles Schwachsinn. Irgendwann ist es wieder gesund. Dann ist das andere Zeug ungesund. Ist immer hin und her, je nachdem, was gerade angesagt ist. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber ich persönlich bin jetzt nicht der Meinung, dass Haferdrinks, wer weiß, wie schrecklich sind. Nichtsdestotrotz, bin ich mal gespannt, wie der hier ist. Werde ich mal probieren. Also offensichtlich wurde hier eine Aktion mit Köln geplant. Dann haben wir hier Red Bull Organics Fizzy Peach Sparkling and Natural. Also ja, so eine Art kein Energy Drink. Rotweinessig. Wasserzucker, Rotwein. Also irgend so ein säuerliches Getränk. Was nach Pfirsichsaft und sowas schmecken soll, ist natürlich auch Aroma drin bei Red Bull. Was kostet eine Dose? Eine noch regulär über 2 Euro Aroma. Ich meine, gut, ist jetzt auch nichts Besonderes, aber
Also soll irgendwie vielleicht ein Sommerdrink sein, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das brauche, dann auch noch ohne Koffein und irgendwas. Gut, wenigstens Biozutaten. Okay. Dann haben wir hier Granini. Ah, mit Rhabarber. The Passion of Fruit. Wobei Rhabarber, ist Rhabarber eigentlich eine Frucht oder ist es Gemüse? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Granini Selection Rhabarber. So, jetzt lasst uns mal raten, wie viel Rhabarbersaft ist drin. Ich schätze mal so höchstens 15. Wir gucken mal. Okay, sorry. 48%. Wasser als erste Zutat, dann Rhabarbersaft aus Rhabarbersaftkonzentrat, Rhabarbersaft, Rhabarber, Rhabarber. Zucker, Zitronensaft und natürlich das Rhabarber-Aroma, also ne? Und Konzentrat aus Süßkartoffel und Karotte, damit es auch nach Rhabarber, damit es nach mehr Rhabarber aussieht, als drin ist. Kennt ihr die Barberpapas? Das reimt sich auf Rhabarber. Rhabarber, Barberpapas. Findet ihr nicht? Was ist ein Scheiß. Also, ne, Farben, ne, färben mit Pflanzenextrakten, damit es röter aussieht. Und je röter, desto nach mehr Rhabarber sieht es aus. Denn in Wirklichkeit ist es halt nur 48%. Nichtsdestotrotz könnte das ja ganz lecker sein. Und 10% Zucker. Okay. Ja, aber gut, bei Rhabarber muss das auch sein, sonst ist das sauer. Dann hier alles andere als neu und ich glaube, war auch schon mal drin bei denen, aber sehr lecker, der Picknick von Cadbury. Rosinen, Nüsse, Schokolade, Karamell, verflucht leckeres Teil. Wenn ihr den noch nie probiert habt, macht das unbedingt mal. Dann haben wir hier Vösslauer Holunderblüte mit Kohlensäure versetzt. Puh, oh, sowas ist immer gruselig. So Wasser ohne Aroma, also ohne Süße und dann mit Aroma. Das habe ich schon öfter gesagt, aber komm, ich probiere das jetzt mal. Kann ich mir jetzt einen zuckerfreien Hugo rausmachen? Brauche ich nur Alkohol? Ich weiß nicht, das ist so ein Ding. Also ich finde Wasser mit einer Geschmacksrichtung dann ohne ein bisschen Süße, finde ich richtig schlimm. Ist jetzt nicht richtig schlimm, aber ich mag es einfach nicht. Ja, also irgendwie nicht, nee. Da ist was Feines gleich. Ich hab schon gespickt. Hier haben wir auch alles andere als neu, aber ehrlich gesagt eins meiner Lieblingsgetränke im Sommer. Schöfferhofer Grapefruit, Biermischgetränk, Schöfferhofer Hefeweizenbier, sowieso geil, Hefeweizen. Und damit Grapefruit, sehr, sehr lecker, richtig schön kalt, irgendwo in der Sonne oder lieber im Schatten mit ein bisschen Sonne sitzen und sich so ein Schöffel. Also, ne, keine Werbung für Alkohol, ne, das will ich damit jetzt noch nicht sagen. Ich persönlich mag es, aber also, es gibt sowas, gibt es auch als alkoholfreie Variante. Deswegen zieht euch nicht zu viel Alkohol rein, ist ungesund. Ich habe Erfahrung. Die letzte Weihnachtsfeier ist immer noch in meinem Kopf und es war schrecklich. Let's do Stullen. Ostmann verkauft irgendein Butterbrot-Topping, damit man sich jetzt Brot macht. Es ist hauptsächlich Salz drin, Pfeffer, Zwiebeln, Sesam. Ich meine, vielleicht ist es ja ganz. Vielleicht werde ich das heute Abend mal ausprobieren. Dann werde ich mir dieses Crunchy-Topping, warum es auch immer crunchy ist, in irgendwie der geröstete Sesam-Crunchy. Auch manchmal würzige Pfefferflakes, süßen Gemüseflocken. Ich würde mal gerne wissen, was das kostet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du so Butter drauf machst oder Frischkäse oder Quark und mit einem richtigen Topping, dass das schon geil sein könnte. Aber. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, ich finde, dieses Tütchen wirkt eher wie so ein Ding hier. Wie als ob man es auf so einer Wahlveranstaltung, aber nicht für die CDU oder SPD, sondern für Ostmann so einfach so mitbekommt. Hier, wählt uns. Wir sind Ostmann. So kommt mir das vor. So, jetzt nehmen wir das hier nochmal. Das verstehe ich hingegen nicht. Denn wenn ich mich jetzt nicht mit einer anderen Box vertue, war der hier letzte Mal auch drin. Und das finde ich dann irgendwie fast schon ein bisschen frech, dass genau der gleiche Ketchup drin ist, den ich auch ehrlich gesagt immer noch nicht probiert habe. Den bringe ich auch einfach meinem Onkel mit. Kann der den probieren. Und dann haben wir hier als letztes die Köln Cereal Haferbits. Da habe ich neulich von euch einige von getestet. Die sind ja relativ neu. Diese habe ich auch schon fast weg. Und zwar die Honey Pops, nicht Honey Pops, Smacks meine ich. Und diese anderen crunchy Dinger nur mit weißer Cremefüllung gefüllt und nicht mit Dings. Die werde ich jetzt nicht nochmal extra testen. Ich habe nicht so viel Konfis, die gehen einfach an die Tafel oder sowas. Trotzdem, das ist eigentlich ganz cool. Und insgesamt ist die Box, ja okay, aber jetzt auch nicht so, dass ich denke, richtig, richtig geil. Highlight ist definitiv das. Das ist auch ein Highlight, ja.
ich bin persönlich, auch wenn es halt vielleicht nicht qualitativ das Beste ist, irgendwie gespannt auf diesen Rhabarbersaft. Und auch wenn der ausgelutscht ist, ist der immer gut und der Schöfferhofer geht auch. Wenn ihr es mal probieren wollt, Link ist in der Beschreibung. Macht euch selbst mal ein Bild, ihr könnt so ein Abo ja jederzeit kündigen. Also wie gesagt, die Box war okay und nicht mehr und nicht weniger. Das ist so das Fazit. Und wie ihr okay auslegt, überlasse ich jetzt euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und ciao.